Good morning in the morning und willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, meine Freunde, heute möchte ich euch mal eine Zubereitungsart zeigen für Pulled Chicken. Und zwar eine Zubereitungsart, wie man Pulled Chicken sehr schnell und sehr einfach herstellen kann. Wer das schon mal gegessen oder selber gekocht hat, weiß, dass Pulled Pork, Pulled Chicken und wie sie alle heißen, meist mit sehr, sehr viel Zeit verbunden ist. Ja, also ich mache mir das manchmal auch im Crockpot bzw. Dampfgarer und da ist das Fleisch dann schon locker mal 5-6 Stunden am vor sich hin kochen. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, Mensch, zeige ich meinen Leuten, wie man das Ganze auch schnell herstellen kann, denn meist hat man Bock darauf, wenn man keine Zeit hat. Ja, ich denke, das kennt ihr und daher habe ich mir eben dieses Rezept ausgedacht und vor allem, während ich da so vor mich hingedacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, in letzter Zeit bekomme ich immer wieder Anfragen nach dem Motto, hey Chris, du sag mal, was isst du denn sonst noch so am Tag? Und daher habe ich mir gedacht, hey, machst du mal das Pulled Chicken und verpackst das Ganze auch noch in eine komplette Mahlzeit, damit die Leute mal sehen, wie so bei mir ein Post-Workout-Meal zum Beispiel aussehen kann. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video und würde sagen, Film ab. Arbeitsschritt ist jetzt nur noch, die Nudeln zum Gemüse zu geben, gut umzurühren und dann wird angerichtet. Wir sehen uns gleich mit dem fertigen Ergebnis.
So Leute, das war also das neueste Rezept zum Thema Pulled Chicken. Wie ihr ja sicherlich schon gewöhnt seid, bekommt ihr von mir noch ein paar kleine Tipps. Und zwar erstmal zum Thema Fleisch. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich ja hier Hähnchen-Innenfilets genommen. Das ist nicht zwangsläufig notwendig, sondern ich habe einfach Hähnchen-Innenfilets immer zu Hause. Ihr könnt genauso gut die normalen Hähnchenfilets nehmen. Ja, da gibt es so zum Beispiel so Hähnchenbrustfilets in so einer 600-Gramm-Packung. Kriegt ihr beim Lidl, kriegt ihr beim Aldi, beim Kaufland und wie sie alle heißen. Die sind etwas größer. Ja, dadurch müssen die natürlich einen Ticken länger eben vor sich hingaren. Oder ihr könnt sogar auch zum Beispiel einen frischen Hähnchenschenkel nehmen. Hähnchenschenkel, Hähnchenbrust. Ja, funktioniert alles wunderbar. Nehmt, was ihr gerade im Haus habt. Dann Punkt Nummer 2, ihr habt ja gesehen, ich habe das Hähnchen angebraten, nur mit einem bisschen Kokosöl. Und ansonsten habe ich gar kein Öl mehr verwendet, auch für das Gemüse nicht mehr. Und das Gemüse schmeckt genauso lecker. Ich mag es halt gern eher ein bisschen gedünstet und gebe lieber zum Schluss eventuell noch ein bisschen, zum Beispiel Leinöl oder Olivenöl hinzu, ja, als Italiener, klar. Oder ich lasse es einfach so, wie es ist. Ja. Übrigens auch zur Zubereitungsart. Ihr habt ja gesehen, das Gemüse habe ich quasi als Schritt 3 gekocht, sozusagen. Das liegt aber nur an Platzgründen. Also wenn ihr entsprechende Töpfe und Pfannen habt, sodass ihr alle drei auf eine Herdplatte bekommt, dann habt ihr das komplette Gericht in 12-15 Minuten fertig. Denn die Nudeln brauchen gerade mal so 8 Minuten. Das Fleisch habt ihr ja gesehen, kurz von beiden Seiten anbraten und mit geschlossenem Deckel 7-10 Minuten köcheln lassen. Und die Zucchinis waren nach 5-6 Minuten schon fertig. Insofern, wenn ihr den Platz habt, kleinere Töpfe und nicht jetzt gerade für 10 Personen kochen müsst, seid in 15 Minuten komplett fertig. Und es schmeckt wirklich mega genial. Ein Tipp noch, wie ihr gesehen habt, mein Gemüse habe ich jetzt mit Gemüsebrühe lediglich gewürzt sozusagen. Das mache ich eigentlich fast immer so, einfach weil ich da so ein bisschen faul bin. Ja? Also nicht immer benutze ich Salz, Pfeffer, dies und das, sondern mache mir es einfach Teelöffel Gemüsebrühe und gut ist. Selbstverständlich könntet ihr jetzt da noch ein bisschen Knoblauch reinhaken, ein paar frische Kräuter etc. pp. Seid da kreativ. Wie gesagt, das soll ja nur eine Richtlinie sein. Ansonsten, ja, das eigentliche Rezept war ja eigentlich das Pulled Chicken. Hab's aber daraus natürlich, wie gesagt, ein ganzes Rezept gemacht. So sieht zum Beispiel ein Post-Workout-Meal von mir aus. Ja, also an dem einen Tag esse ich 120, 130 Gramm Reis plus Gemüse, plus Fleisch. An dem anderen Tag nehme ich, wie gesagt, Nudeln. Kann sein, morgen nehme ich Vollkornnudeln, übermorgen nehme ich... Ich variiere da immer durch und einfach um auch so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Denn denkt immer dran, Kohlenhydrate sind nicht die Bösen. Ja, also ganz, ganz wichtig, von wegen hier Diät und sowas. Ich bin auch mittlerweile wieder ein bisschen auf Diät und trotzdem habe ich meine fast 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja? Also genießt das Essen. Wichtig ist, dass ihr die richtigen Kohlenhydrate zu euch nehmt. Ja? Immer ganz, ganz wichtig. So, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer, ich hoffe natürlich, dass mein Rezept euch gefallen hat und ihr das mal fleißig ausprobiert. Sind ja ganz, ganz einfache Zutaten. Gebt mir doch bitte eine Rückmeldung und wenn euch das Rezept geschmeckt, gefallen oder was auch immer hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Ja? Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt anständig und gesund und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Ganz liebe Grüße an alle da draußen. Euer Chris.